Hallo zu einem wirklich heißen Wochengruß. Es ist der 22.25 heute. Wieder von zu Hause vom Sofa, weil wir haben heute nach dem praktischen Wochenende in der Herausgeschossen alles zusammengepackt für das Erlebniswochenende. Das Erlebniswochenende ist ja am nächsten Wochenende und da war viel zu packen, die ganze Technik, die wir da in die Kulturbrauerei bringen. Und hinterher saßen wir noch zusammen auf ein letztes Glas Tee und es ist heiß, es ist über 30 Grad, es war ein anspruchsvolles Wochenende. Wir wollten nach Hause und drum kommt der Wochengruß jetzt wieder hier von dieser Webinarsendestelle. Wir hatten 2 Tage biografische Arbeit, 2 Tage Change History und Self-Nurturing, 2 Tage lang Timeline, Gegenwart und Zukunft und 2 Tage lang Dissoziation auf Ebene 5 mit älterem Selbst, mit jüngerem Selbst. Es ist schon ein schönes Wochenende, es hat sich aber sehr schön an einem Wochenende ergeben. Weil eigentlich hatte ich das erst so richtig schön strukturiert geplant, so am Samstag Change History, die dissoziierte Version, die assoziierte Version und die Smalltalk-Version und dann noch Change Future mit dem Ressourcenpunkt vor und nach dem Ereignis und dann kamen wir ins Quatschen und es brach der ganze Zeitplan zusammen. Wir haben gerade mal die Hälfte geschafft und am nächsten Tag kam dann, wie geplant, Self-Nurturing am Vormittag, also sich selbst zu begegnen über die Timeline. Und dann war noch der Nachmittag frei und ich hatte quasi noch 5 Übungen, 5 Techniken, 5 Formate, die ich machen wollte. Und dann kam ich auf die Idee und habe gesagt, ich mache jetzt alles gemeinsam vor. Ich bitte jetzt jemand vor die Gruppe und da hat sich auch jemand gefunden. Und ich habe gesagt, ich spiele jetzt mal mit diesen ganzen Elementen. Ich spiele jetzt mal mit Timeline Vergangenheit, mit Timeline Gegenwart, mit Timeline Zukunft. Und ich spiele jetzt mal mit dissoziiertem Selbst in der Vergangenheit, in der Gegenwart, in der Zukunft. Und eure Aufgabe als Teilnehmer ist es, vor allem die NLP-Ohren und die NLP-Augen einzuschalten und zu sehen und zu hören, wo kommen welche Elemente vor. Weil das ist ja im Grunde das, was eigentlich die Idee von NLP-Modeling ist, dass man lernt, bestimmte Prozesse, bestimmte Gespräche, Problemkonstruktionen, Lösungskonstruktionen im Modell von NLP zu hören. Und wir hatten dann auch eine wunderschöne Demo mit einer Teilnehmerin, wo es darum ging, beruflich sich neu zu orientieren, was neu zu machen. Und es ging um bestimmte Begabungen, um jüngere Selbst, was diese Begabung hat und was die Begabung irgendwann dann nicht ausleben durfte, konnte, wollte, sollte. Und die Frage halt auch, wann hast du es dir verboten oder nicht mehr erlaubt? Und sobald halt so ein Satz kommt wie ich habe mir oder ich erlaube mir oder ich erlaube mir nicht, ist es ja die Idee, auch mit der Gunter Schmidt sehr viel arbeitet, ja, dann gibt es 2 Selbste. Wenn du sowas sagst wie, das kann ich mir nicht verzeihen oder ich glaube nicht an mich. Und da ist halt die Idee, wenn man das im Modell von NLP abbildet, dass man dann auch wirklich die beiden Selbste auftreten lässt. Und dann geht halt das eine Selbst zum anderen. Man sagt halt das eine Selbst zum anderen, ich verzeihe dir. Oder das eine Selbst sagt zum anderen, ich glaube an dich. Oder was auch sehr berührend ist, das eine Selbst sagt zum anderen, ich danke dir dafür, dass du das gemacht hast. Auf eine etwas heiterere Art habe ich auch gesagt, ich bin meinem jüngeren Selbst, was damals Klavierspielen gelernt hat, jeden Tag dankbar dafür, dass es das auf sich genommen hat. Weil, ey, das war wirklich, es waren ein paar harte Jahre, die Anfänge am Klavier, das ist echt übel. Und heute, wo ich so viel Freude habe im Klavierspielen, bin ich sehr dankbar, dass mein jüngeres Selbst den Weg für mich gegangen ist und dass mein jüngeres Selbst, ja, dieses Opfer auch gebracht hat, das alles zu lernen, weil ich profitiere heute davon und deswegen danke an mein jüngeres Selbst für das, was es da getan hat. Und so kann man selbst einem über die ganze Timeline gehen. Ich habe auch ein Beispiel gebracht von einer Frau, die ich mal gecoacht habe. Da haben wir am Ende des Coachings wirklich Hunderte von Selbsten über die gesamte Timeline aufgebaut. Ganz viele vorhergehende jüngere Selbste, ganz viele nachfolgende ältere Selbste. Und ich habe ihr irgendwann gesagt, sieh all die Frauen, die du warst und die du sein wirst und spür sie an deiner Seite, spür ihre Kraft. Und das gab ihr damals die Kraft für ein Projekt, für eine große Sache, die sie sich vielleicht sonst nicht zugetraut hätte. Und das ist die Idee, Arbeit mit Selbsten. Und so war es auch in dieser Demo, die wir heute gemacht haben, dass es dann zum einen darauf hinauslief, einem jüngeren Selbst zu danken dafür, dass es eine Zeit des Lebens zurückgetreten ist, dieses jüngere Selbst jetzt wieder zu begrüßen, zu sagen, dir gehört ein großer Teil der Zukunft. Und dafür aber auch ein anderes Selbst, was dafür oder in dem Zusammenhang ein Stück zurücktreten muss,
dem zu danken dafür, dass es jetzt halt in der nächsten Zeit ein bisschen zurücktritt. Und das sind alles Sachen, wenn man sozusagen jetzt ohne jede NLP-Vorkenntnis erlebt, sagt man, das ist spooky, was machen die da für komische Sachen mit Selbstreden. Andererseits, auch das habe ich gesagt, ich bin ja immer der Meinung, dass was im Mainstream-Kino ankommt, in Hollywood-Blockbustern, dass das dann wirklich angekommen ist bei den Leuten, bei den Menschen, das kann man auch im Coaching einsetzen. Und da fällt mir schon auf in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass erst fing das an mit Zeitreisefilmen, das war ein Genre, was plötzlich aufkam. Inzwischen gehen Zeitreisefilme einmal quer durch den Gemüsegarten. Ich habe mir neulich auf Disney Plus Loki angeguckt, diese Serie, und ich war total verblüfft über das Ende, wo das Multiversum aufgebaut wird und quasi eine unüberschaubare Fülle von ineinander verhedderten, verflochtenen Timelines da gearbeitet wird. Und ich dachte, meine Güte, sowas würde ich keinem Coach zumuten. Und ich habe auch ehrlich gesagt diesen Vortrag von dem Bösewicht im sechsten Teil nicht mehr so genau verstanden, was der da jetzt eigentlich genau macht, der mit seinen Timelines. Aber wenn sowas in einem Disney-Unterhaltungsfilm vorkommt, dann kannst du davon ausgehen, das ist im Mainstream angekommen. Und das Gleiche gilt auch für die Begegnung über die Zeit mit jüngeren Selbsten. Ich glaube, Bruce Willis hat insgesamt drei Filme gemacht, wo er jüngeren Selbsten und älteren Selbsten von sich begegnet. Also auch das ist inzwischen komplett angekommen. Und es ist inzwischen auch eine Standard-Interviewfrage, wenn man irgendwie Promis fragt, was würden sie ihrem jüngeren Selbst raten? Von daher, das Thema ist angekommen im Mainstream, und wir als NLPler können damit dann halt auch sehr bewusst arbeiten. Und das war das Thema dieses Wochenendes: Timeline, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, dissoziiertes Selbst, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, und mit diesen ganzen Elementen jonglieren. Und es war prachtvoll, es war herrlich und es war heiß. Und darum, oh, wir sind auch ein bisschen froh, dass es vorbei ist. Wobei ich muss dazu sagen, an diesen Stellen bin ich immer froh. Jablonskistraße, Altbau, Erdgeschoss, Nordseite. Im Winter ist es manchmal echt kalt, aber jetzt im Sommer bei den Temperaturen, alle kommen rein und sagen, ach, ist das schön, in der Jablonskistraße zu sein. Es ist erfrischend, ein erfrischender, herrlicher Ort, wo man Erholung und Erquickung findet. Genau. Und am Ende haben wir uns verabschiedet für bis nächste Woche zum Erlebniswochenende. Es gibt jetzt schon viele Pläne von Leuten, die sagen, sie kommen dahin am Samstag und freuen sich auf ein Tagseminar. Und dann, weil es in der Kulturbrauerei ist, geht es anschließend in den dortigen Biergarten und danach in den Club, der da ist. Das heißt, ich werde für Sonntag wahrscheinlich ein eher ruhigeres Programm vorbereiten mit viel Trance und zu sich kommt Witz. Also wir machen Sonntag genau ein normales Programm, aber ich will dann sagen, dass die Idee der Ressourceparty ist an diesem Erlebniswochenende. Sagen wir mal so, es gibt Varianten, Abstufungsmöglichkeiten, wie sehr du entweder die NLP-Ressource-Party oder die NLP-Ressource-Party oder die NLP-Ressource-Party feiern möchtest. Jedenfalls, wir haben viele Anmeldungen. Es sind insgesamt, schätze ich mal, so 75, 80 Leute da. Je nach Wetter vielleicht auch nur 70, 75. Eine sehr angenehme Größe für diesen Raum, die wir da haben. Da waren wir ja schon mal vor 2 Jahren. Und ich freue mich richtig drauf. Ich bereite schon die ganze Zeit vor, Techniken, die wir da machen werden. Dissoziation von Emotionen, Übungen von Keith Johnston, Übungen, die von Spiral Dynamics angeregt sind. Lasst euch überraschen, das wird großartig. Ansonsten gab es letzte Woche den Podcast von mir, den Nummer 26? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, es ging darum, quasi von mir ein Podcast gesprochen, adressiert an Kinder und Jugendliche, die in der Schule lernen und den Kontext des Lernens für sich in der Schule da irgendwie halt auch vernünftig nutzen wollen. Gewidmet meiner Tochter, die sich darüber sehr freut. Im Newsletter geht es immer noch um Optimismus. Da sind jetzt die 3 Elemente von der Strategie von Martin Seligman sind durch. Also Personalisation, Zeit, Dauer und Geltungsbereich. Da kommen jetzt am nächsten Samstag noch einige Anwendungsbeispiele und so die Idee, wie ich den Satz "Ich bin so doof" mit ein paar Fragen ins Optimistische wenden kann. Am Donnerstag kommt Caroline mit einem Webinar zum Thema Konfliktmanagement, psychografisch gedeutet, also wie können sich bestimmte psychografische Typen ineinander verbeißen und wie auch wieder harmonisch voneinander lösen. Ich hatte letzten Donnerstag, das ist im Augenblick noch online, ein Webinar, mein erstes richtiges großes Spiral Dynamics Einführungswebinar. Da ging es nur um die beiden Seiten von Spiral Dynamics, die linke, rechte, individuelle, kollektive oder wie ich es inzwischen gerne nenne, kleines Selbst und großes Selbst. Und das ist ja, hier schließt sich der Kreis,
Auch ein ganz wichtiger Inhalt wiederum vom Erlebniswochenende. Genau, das war's für diese Woche. Ich freue mich, wenn wir uns sehen am Erlebniswochenende. Es gibt noch einige wenige Plätze. Wenn du willst, komm dazu. Es wird heiß, es wird NLP-ig, es wird emotional, es wird Spiral Dynamics-mäßig und es wird eine große Party. Und von daher, schön, wenn du kommst, schön, wenn du dabei bist. Und mal schauen. Irgendwie wird der nächste Wochengruß nächsten Sonntag aus der Kulturbrauerei kommen, wird von unserem Erlebniswochenende kommen und ich werde mich bemühen, möglichst viele Leute, die da dabei sind, auch vor die Kamera zu kriegen, dass du von diesem Erlebniswochenende auch möglichst viel, wenn du nicht kommen kannst, haben sich eine ganze Reihe entschuldigt, die meinten, ich habe da Urlaub, ich habe da Familienfest, weiß ich nicht, 99. Geburtstag und sowas vom Großvater. Also da gibt es viele gute Begründungen von Leuten, die nicht kommen. Ich werde auch dann wahrscheinlich einen neuen Termin anbieten, wenn wir vielleicht in einem halben Jahr oder so wieder ein Erlebniswochenende machen, sodass ich hoffentlich im nächsten Wochengruß dir einen kleinen Einblick bieten kann, was du versäumt hast von der großen Ressource-Party. So, damit lasse ich es für heute gut sein. Das war der Wochengruß 2225. Ich habe jetzt hier leider keinen Zettel liegen, wo mein www.ralfstumpf.de drauf ist. Ich kann dir nochmal den hier zum Abschied zeigen. Das war's und damit wünsche ich dir alles Gute, viel Spaß und bis Dienstag im Podcast, Donnerstag bei Caroline im Webinar. Samstag im Newsletter und beim Erlebniswochenende. Bis dann. Tschüss.